Mit einer hellbraunen Reklamausgabe der Menschheitsdämmerung begann es, die ich als 17-Jähriger aus einem Buchladen in Ost-Berlin herauszog. Damals klauten wir Bücher und staatlichen Whisky. Beides passte gut unter die Jacke. Und was kostete schon die Welt? Es blühte kein Stern in jener Nacht. Und keiner war, der für uns war. Für Einsames ist eine Schenke da, das säumt geduldig unter dunklen Bogen, von goldenem Tabaksgewölk umzogen. Doch immer ist das eigene schwarz und nah, der Trunkene sind im Schatten alter Bogen, den wilden Vögeln nach, die ferngezogen. Trakel, einer unserer Beichtbrüder, dem wir uns anvertrauten, wenn wir nachts von Fusel blind und verstört die Wirklichkeit auszulöschen gedachten. Denn die Wirklichkeit war ein Hund ohne Schwanz, der sich in den Schwanz beißen wollte.